Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Sportschau am Sonntag. Wie schön, dass Sie dabei sind. Heute mit spannenden Hintergründen zu dem Massendopingverdacht in China. Wir sprechen mit dem ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt hier noch in der Sendung. Dann Crunchtime im Meisterschaftsrennen in der Premier League. Dazu das Finale des ATP-Turniers in München mit deutscher Beteiligung. Und auch Crunchtime im Meisterschaftsrennen im Eishockey, das Playoff-Finale auch bei uns. Und natürlich Crunchtime auch im Aufstiegsrennen in der zweiten Liga. Und da hat ja schon gestern Abend der HSV gegen Holstein Kiel vorgelegt. Die Kieler konnten mit 1:0 gewinnen und haben damit die Tabellenführung verteidigt und St. Pauli erstmal bis auf 4 Punkte distanziert. Aber die Kiezkicker, die können heute wieder bis auf einen Punkt heranrücken mit einem Sieg im Topspiel gegen Hannover 96. Allerdings nicht nur das gibt Grund zur Sorge. Auch personell schwächelt St. Pauli im Saisonendspurt aktuell ganz schön. Matthias Kammann. Ja, den Negativlauf im Saisonendspurt, die haben sie zumindest erstmal gestoppt und sind bis auf einen Punkt wieder rangerückt an Tabellenführer Holstein Kiel. Es bleibt also spannend im Aufstiegsrennen der zweiten Liga. Und in dieses Aufstiegsrennen wird Hertha BSC heute gegen den KSC wohl nicht mehr eingreifen können. Aber die Herthaner sind zumindest Sechster, was die bisher beste Saisonplatzierung ist. Und großen Anteil daran hat Haar auch im Kampf um die Torjägerkanone ganz gut dastehen, oder Christina Graf? Ja, an dieser Stelle von uns natürlich auch noch mal gute Besserung. Weiter geht's mit dem Ostduell bei uns. Abstiegskampf pur zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hansa Rostock. Beide Vereine stecken im Tabellenkeller. Nur 2 Punkte trennen sie. Und Hansa Rostock nach wie vor auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Schon in der vergangenen Saison haben sich die Hanseaten ja erst auf den letzten Metern gerettet. Das ist auch in dieser Saison der Plan, der vor allem aktuell zu Hause aufgeht. 2 Heimsiege in Serie gab es bisher für Hansa Rostock. Und heute gegen den 1. FC Magdeburg soll der 3. Heimsieg nacheinander her. Stefanie Batschik. Und wir machen noch mal einen kurzen Abstecher in die Bundesliga. Und uiuiui, da war ganz schön was los heute und ist immer noch was los. Also erstmal schlagen die Bremer ziemlich überraschend den VfB Stuttgart mit 2:1. Dann ist gerade zu Ende gegangen das Duell zwischen Borussia Dortmund und Leverkusen. Da stand es noch bis nach der 80. Minute 1:0 durch Niklas Füllkrug. Und dann die 7. Minute der Nachspielzeit, dann hat Leverkusen Stanisic ausgeglichen. Da war noch mehr los, rote Karte gegeben, wieder zurückgenommen. Und Leverkusen damit seit 45 Pflichtspielen ungeschlagen. Unfassbar. Aktuell läuft noch das Spiel, erst 19.30 Uhr angepfiffen, ein 0:0, eben nach diesen paar Minuten zwischen Mainz und Freiburg. Und da können Sie live reinhören bei uns auf sportschau.de oder in der Sportschau-App. Da finden Sie den Audio-Livestream. Und alle 3 Spiele sehen Sie dann, inklusive allen wichtigen Szenen, bei uns ab 21.45 Uhr, wie gewohnt, in Ihren 3. Programm. Oder auch schon ab 21.15 Uhr auf sportschau.de. So, und in der ARD-Mediathek finden Sie auch seit heute Morgen eine Dokumentation über einen Massendopingverdacht in China. Vor den Olympischen Spielen in Tokio 2021 wurden 23 Schwimmerinnen und Schwimmer der chinesischen Nationalmannschaft positiv auf ein verbotenes Herzmittel getestet. Jetzt geht es um die Glaubwürdigkeit der WADA. Und uns zugeschaltet ist jetzt unser ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt, der die Recherchen leitet. Hallo, lieber Hajo. Hallo. Wir haben uns ja gestern schon unterhalten. Jetzt gab es großen Wirbel in der gesamten Welt des Sports nach euren Veröffentlichungen, nach dem, was ihr da aufgedeckt habt. Was sagst du zu den Reaktionen? Ihr habt herausgefunden, dass auch der Geheimdienst in die Untersuchung mit involviert war. Wie ist das einzuordnen? Also die Glaubwürdigkeit der WADA ist aktuell vor diesen Hintergründen anzuzweifeln. Wie geht es jetzt auch angesichts der Reaktion aus der ganzen Welt auf eure Recherchen im Hinblick auf Olympia weiter? Es sind keine 100 Tage mehr bis zum Beginn der Spiele. Hajo Seppelt, vielen Dank. Bitte gerne. Und ab 23.05 Uhr können Sie bei uns im Ersten die Dokumentation zu diesem Thema sehen. Und schon jetzt in der ARD-Mediathek ist die Dokumentation dort auch für Sie sichtbar. So, wir wechseln nach München zum ATP-Turnier zum Finale. Und Jan-Lennard Struff hat zum ersten Mal vor 14 Jahren dort, Dienstag geht es dann schon weiter, das 4. Playoff-Finale zwischen den Eisbären Berlin und den Fishtown Pinguins. So, wir machen weiter mit dem Meisterschaftsrennen, aber das in der Premier League. Schwierige Phase aktuell für den FC Liverpool. In den vergangenen Wochen haben sie gleich 2 Titelchancen verspielt. Erst das Aus im FA Cup und dann auch das Aus Donnerstagabend in der Europa League. Und auch in der Liga läuft es aktuell nicht so richtig rund. Vergangenes Wochenende gab es die 0:1 Niederlage gegen Crystal Palace. Tabellenführer ist aktuell Arsenal, aber Liverpool könnte heute zumindest mit einem Sieg gegen Fulham wieder punktgleich sein. Thorsten Winkler.
zumindest wieder punktgleich mit Arsenal und Manchester City, kann dann übermorgen schon wieder nachlegen im Spiel gegen Tottenham. So, und um 23.05 Uhr können Sie bei uns im Ersten die Dokumentation von unserer ARD-Doping-Redaktion sehen. Es geht um einen Massendoping-Verdacht in China. Und davor schon um 21.45 Uhr in Ihrem dritten Programm die Sportschau Bundesliga mit 3 Spielen heute, unter anderem Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Ab 21.15 Uhr schon für Sie auf sportschau.de. Ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Kommen Sie gut in die neue Woche. Tschüss, machen Sie es gut.